Hallo, werte Bastelverrückte. Heute mal ein Video zu den Prototypen, die mir Zuschauer zugesandt haben. Ja, sind schöne Dinger dabei, auf alle Fälle. Das Teil hier, das habe ich jetzt bestimmt schon ein Jahr hier liegen. Das war alles eines der allerersten Zuschauerzusendungen gewesen. Ich glaube von Triame, sorry, falls ich es falsch gesagt haben sollte, aber ich glaube, der war es gewesen, der es mir geschickt hatte. Kommen wir dann gleich dazu. Hier die Kiste wird einigen von euch auch bekannt sein. Ne? Tom Sky Generator wird dann mal auf Herz und Nieren getestet. Und hier haben wir einen Prototypaufbau vom Tschernobyl-Wirker, ne? Vom Martin W. Ja, das sieht auch sehr interessant aus. Na, gucken wir mal. Ja, das hier. Also ich denke mir mal, ich sollte da wohl eine Tesla-Turbine draus bauen. Ja, soweit ist schon alles wunderbar vorgefertigt. Ich habe mir nur noch nicht getraut, hier ein Löchlein reinzumachen und ich glaube ein Staubsauger oder sowas wird für das erste Mal reichen, da anzuschließen. Und dann bin ich mir noch nicht so richtig sicher, mache ich dann hier oben noch kleine Löchlein rein oder von unten. Da bin ich dann mal auf eure Meinungen gespannt, wie das passieren soll. Ich kann es mal aufmachen. Könnt ihr mal sehen, wie das innen drin gefertigt worden ist. Also hier sind Haufen Relaisspulen. Senkrecht angeordnet. Ja, hier halt Platz gelassen, ne, für ein Einlass, denke ich mir mal. Ne. Oder für Druckluft reinblasen oder raussaugen. Da dürfte dem der Tesla-Turbine dann eigentlich wurscht sein. Und das hier ist echt der Hammer. Seht ihr, da sind solche Festplattenmagneten in einem ganz bestimmten Winkel angebracht. Hier oben zumindest, hier unten noch nicht. Aber ich glaube die Löcher, die gehen überall halbwegs durch. Also als Tesla-Turbine dürfte das wunderbar funktionieren. Echt genial gemacht. Wie gesagt, habe mir bis jetzt nur noch nicht so richtig getraut, weil ich noch nicht so richtig wusste, ob es denn wirklich dafür gedacht gewesen ist. Naja, bin mal auf eure Kommentare gespannt. Und bei den Kommentaren, wo ich dann das beste Gefühl habe, habe ich dann die endgültige Sicherheit mir von euch dann noch geholt, was ich dann im Endeffekt wirklich draus basteln soll. Schönes Teil auf alle Fälle. Ist noch in Bearbeitung.